Wir haben bereits erfahren, dass der Weg zur Nachhaltigkeit nicht immer eindeutig ist und dass er auch von den jeweiligen Zielvorstellungen abhängt, die unterschiedliche Akteure mit dem Begriff verbinden. Dabei steigen angesichts globaler Herausforderungen wie der Klimakatastrophe auch die Anforderungen an uns als VerbraucherInnen, wenn wir für die Konsequenzen unseres Handelns Verantwortung übernehmen und uns umweltbewusst verhalten wollen. Was wir essen, wo und wann wir es kaufen, wie wir es lagern und zubereiten, das alles hat einen Einfluss auf das Klima. Die Landwirtschaft in Deutschland ist auf eine große Artenvielfalt angewiesen. Und der Marienkäfer haben wir hier als Beispiel, als einer der größten Nützlinge in Deutschland, die uns natürlich in vielen Aspekten helfen. Und wenn die wegfallen, was sie tun, viele große Aufgaben auf die Gesellschaft in Deutschland zukommen. Ja, zum Vergleich, wenn, wie beispielsweise in China, wo die Bestäubung per Hand gemacht werden muss, weil die keine Bienen mehr in der nötigen Anzahl haben, wie wir beispielsweise in Deutschland, kommen auf Deutschland mindestens 330 Milliarden pro Jahr an Bestäubungskosten quasi dazu, weil das eben per Hand gemacht werden muss. Ja. In vielen Aspekten sind die Insekten geschädigt. Also die Insekten, die am wenigsten vom Klimawandel profitieren. Das sind die, die es feucht-kühl mögen, die, die nicht mobil sind, sich also nicht in andere Klimazonen abwandern können. Die Überdüngung und das Artensterben, das ist eben auf uns, auf die Art und Weise zurückzuführen, wie wir im Moment Landwirtschaft betreiben. Und von daher, also machen Sie lieber öfter mal ein Klimafrühstück mit Kindern und Jugendlichen und reden darüber, was da eigentlich drinsteckt, auch an CO2, an Umweltveränderungen in dem Lebensmittel und wie man diesen Impact runterfahren kann, indem man einfach auch andere Lebensmittel kauft. Da Menschen halt einfach nicht gewohnt sind, dass sie die Energie für ihre körperliche Ernährung nicht mehr sparen brauchen, sondern jetzt einfach sich mal um den Zustand der Welt kümmern müssen, weil die Welt insgesamt zusammenbricht, brennt, wegschwemmt und nicht mehr sie persönlich bedroht sind, sondern du kannst dir jederzeit deine Nudeln beim DM oder beim Supermarkt oder beim Kiosk oder überall kaufen. Dann machst du dir Tomatensauce drauf, dann wirst du heute nicht verhungern. Und wenn du 3 Tage lang nichts isst, wirst du auch nicht verhungern. Das Problem gibt's nicht mehr, aber da ist leider unsere Erbsubstanz noch nicht drauf eingestellt. Und dieses ständige Energiesparen und denkfaul sein und körperlich faul sein und handlungsfaul sein, das ist das große Hindernis. 3/4 der Landfläche wieder freigeben, das geht nur mit pflanzlicher Ernährung. Es gibt wissenschaftlich bewiesen keine andere Möglichkeit. Deutschland, 1 Stallhaltung. Ich weiß gar nicht, wofür die anderen Zahlen stehen oder wofür dieses Siegel steht. Hier einmal Hackfleisch, Haltungsform 4 Premium. Steht da, wo das herkommt? Aus Offenburg, okay. Und dann gibt es noch eine Option, wo ganz groß Bio draufsteht. Auch Haltungsform 4, Bio-Siegel und WWF-Siegel. Zukunft gibt's nur vegan, da ist meine Meinung ganz, ganz klar. Beim Konsum von tierischen Lebensmitteln haben wir ein Riesenproblem, dass gerade mal 10% der Kilokalorien, die wir an die Tiere verfüttern, bei Menschen ankommen. Das ist einfach nicht machbar, vor allem nicht mit guten Tierhaltungsbedingungen, wobei Tierhaltung niemals gut ist. Zudem haben wir ein Riesenproblem, dass wir aktuell 60 Milliarden Tiere durchfüttern, um unseren Konsum von Fleisch, Milch, Ei und den ein oder anderen Klamotten auch zu stillen. Das ist einfach nicht machbar. Vor allem nicht, wenn wir 60 Milliarden Tiere füttern können, um den Konsum zu stillen, es aber nicht mal hinkriegen, 7 bis 8 Milliarden Menschen gut ernähren zu können. Glaubt ihr, dass diese Zusammenhänge in der Schule, wir sind ja hier auch bei Fridays for Future, und in unserem Bildungssystem ausreichend dargestellt werden, haben junge Menschen heute die Grundlagen im Bildungssystem mitbekommen, um diese Zusammenhänge zu kennen und für sich Entscheidungen zu treffen? Nein. Also ganz klar nein.
Nee, ich denke auch nicht. Alle Umweltprobleme, die wir heute haben, sind sehr, sehr schnell abmilderbar. Und darum geht es jetzt. Wir müssen super schnell abmildern. Weil ne, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Sonnenkraftwerke, das dauert alles. Aber eine Sache, die jeder jetzt sofort machen kann, ist, nie wieder ein Tierprodukt anzufassen. Und das hat extreme Auswirkungen deswegen, weil dadurch 3/4 des Wassers, 3/4 des Landes frei werden. Und wenn wir Insekten, Lurche, süße Rehe, Panda-Bären, Koalas, was weiß ich, schützen wollen, dann brauchen wir Land. Das muss unberührt sein. Ne? Also selbst Elefanten sind sogar schon bedroht, obwohl die sich total leicht vermehren lassen. Also du kannst nichts leichter züchten als Elefanten sozusagen, indem du sie einfach in Ruhe lässt, also noch nicht mal züchtest. All das steht und fällt mit Süßwasser und Land. Und das geben wir in der Sekunde frei, wo wir nie wieder ein Tierprodukt anrühren. Und das kann jeder heute Abend machen. Ende. Das ist bewiesen, das ist ausgerechnet. Wir brauchen gar nicht über das Kohlendioxid gehen, sondern wir reden wirklich nur mal über die Fläche des Landes, die frei wird. Ich meine, alle heulen rum und spenden auch mal einen Euro für irgendwelche Regenwaldschutzsachen oder so. Aber was soll das nützen, wenn gleichzeitig nicht der Hunger der Menschen nach landverbrauchenden Nahrungsmitteln größer wird? Und wenn du halt pflanzliche Nahrungsmittel verwendest, selbst wenn es die bösen Avocados sind oder sonst irgendwas, dann sind die immer noch viel, 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 viel wasser- und landschonender als alles andere. Das heißt, pflanzliche Ernährung ist für die, sagen wir mal, jetzt dringend notwendige Sofortaktion, sind das auf dem 1. bis 10. Platz für die nicht politisch zu steuernden, nicht technisch zu steuernden, sondern die Möglichkeiten, die jeder hat. Und wenn die Leute mich dauernd fragen, welche Möglichkeiten sie haben, dann sage ich ihnen das einfach, weil die Möglichkeit haben sie jetzt sofort. Niemand muss ein einziges Tierprodukt verwenden. Es gibt keine gesundheitliche, keine technische, keine kulturelle, keine soziale und keine sonstige Notwendigkeit. Es ist alles nur Geschwätz. Es sind Ausreden, Faulheit und die komplette Missachtung des wissenschaftlichen Zahlenmaterials. Das ist das. Okay, mal gucken. Hier ist Soja geschnetzeltes. Hier ist Soja Granulat. Was genau ist Soja Granulat? Okay. Ist auf jeden Fall vegan. Da steht jetzt auch groß Bio drauf. Okay, aber der Inhalt ist der gleiche. Die Kunden kennen sich immer mehr aus mit Gesundheit und mit Ernährung und dementsprechend haben die auch höhere Ansprüche. Und die versuchen wir natürlich zu erfüllen und erweitern dann halt auch dementsprechend unser Sortiment Richtung vegan oder auch Bio. Das wird immer mehr gefragt. Eine Entscheidungshilfe beim Einkaufen sind Öko- bzw. Klimabilanzen. Klimabilanzen geben an, welcher Ausstoß von Kohlendioxid oder anderen Treibhausgasen auf bestimmte Aktivitäten zurückzuführen ist. Dies kann zum Beispiel für Staaten geschehen. Solche Länderbilanzen erfassen dann Emissionen auf dem jeweiligen Territorium aus Kraftwerken, dem Straßenverkehr oder der Abholzung von Wäldern. Bei einer persönlichen Klimabilanz wird ganz ähnlich gerechnet. Beispielsweise für Urlaubsreisen oder Lebensmittel, für Strom oder Heizenergie kann der jeweilige Rucksack an Treibhausgasen ermittelt werden. Die Bilanzierung erfolgt auf Grundlage von Daten zur Produktion, Verarbeitung, der Transportprozesse, Lagerung, Verpackung und Verderb. Des Weiteren wird berücksichtigt, welche Produkte beim Transport und während der Lagerung gekühlt werden müssen. Solche Bilanzen sind zwar sinnvoll, aber auch zeitaufwendig und nicht jeder kann sie in jedem Moment parat haben. Es gibt aber auch ein paar Hilfsmittel, auf die wir zurückgreifen können. So gibt es beispielsweise Apps, die als Produktscanner und smarter Einkaufsberater fungieren, zum Beispiel CodeCheck. Okay, die riechen gut und sind nicht verpackt. Die kommen aus Belgien. Die sehen auch gut aus und aus Deutschland sogar, aber in Plastik verpackt. Welche sind jetzt besser, die oder die? Marokko, okay. Es gibt Unverpackte, es gibt Verpackte aus verschiedenen Ländern. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Deutschland und nicht in Plastik verpackt. Aber halt auch direkt teurer als die dort drüben. Es gibt viele Fragen an ein Produkt, die wir stellen können, um uns für oder gegen den Kauf zu entscheiden.
So beispielsweise die Frage, ob die HerstellerInnen des Produktes angemessen bezahlt werden, ob die Produktion zu sozialen Spannungen führt oder andere Fragen, die die ethische Dimension von Kaufentscheidungen betreffen. Des Weiteren gibt es zahlreiche Siegel und Zertifikate zu beachten. Bio7-Initiative, das sagt mir nichts. Ist auch ein Bio-Siegel drauf zumindest. Hier sind wiederum keine Siegel, was es für mich jetzt nicht so ansprechend macht. Also müsste ich mich jetzt entscheiden, würde ich vermutlich zum Kaffee mit dem Fairtrade-Siegel tendieren. Bio-regionaler Landkaffee, regional genießen. Aber was soll denn regional heißen bei Kaffee? Für mich ist es schon eine große Herausforderung beim Einkaufen, zu überlegen, welches Produkt kaufe ich am Ende? Kaufe ich das biologische, wo man dann am Ende auch sieht, dass der Preis höher ist? Ist dann aber auch wirklich Bio drin, wenn Bio draufsteht? Welches Siegel ist wirklich vertrauenswürdig? Ich kenne mich da leider auch nicht besonders aus. Ich bin da relativ einfach gestrickt. Ich möchte, dass die Politik mir den Spaß verbietet. Ich selbst bin ein Mensch, der viel Wert auf Bequemlichkeit legt. Okay. Gewissenhaft einzukaufen ist mit Sicherheit ein kleiner Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Aber wir sollten vielleicht auch auf die politische und gesamtgesellschaftliche Ebene des Ganzen zu sprechen kommen. Kann man tatsächlich von jedem Einzelnen und jeder Einzelne erwarten, sich mit den verschiedenen Qualitätssiegeln auseinanderzusetzen? Kann man von jedem Menschen verlangen, ausschließlich hochwertige und nachhaltige Produkte zu kaufen, ohne auf den Preis zu schauen? Also ich bin jederzeit bereit, gegen meine eigenen Interessen zu wählen. Aber ich habe keine Lust, mir alltäglich solche Fragen zu stellen und diese Dilemmata für mich zu verhandeln. Da habe ich ehrlich gesagt nicht die Zeit und nicht die Muße für. Und das wäre auch wieder eine zu starke Individualisierung. Also ich möchte eigentlich in einer Gesellschaft leben, in der ich ein bisschen weniger Komfort dann wegen mir habe oder gewisse Dinge dann nicht möglich sind. Damit hätte ich keine Probleme, aber ich habe keine Lust, permanent selbst darüber nachzudenken. Was eben oftmals leider nicht ankommt, dass die Entscheidungen, die wirklich was fürs Klima ausmachen, sind die Entscheidungen in der Politik und nicht über meinen Alltag. Also man sagt, dass eine Person, zum Beispiel in Deutschland, könnte ich nur ein Drittel meines Pro-Kopf-CO2-Verbrauchs ausgleichen, weil der andere große Teil allein daher kommt, dass Kohleindustrie auf meinen Kopf quasi aufgerechnet wird. Ich finde das tagesaktuell sehr gut an diesem Beispiel, an diesem Aufruf von der EU sozusagen, also von von der Leyen sozusagen, sehr gut nachvollziehbar. Die sagt, wir sollten jetzt sozusagen gegen Russland, also sozusagen als unseren Beitrag für den Konflikt mit Russland oder den Krieg gegen die Ukraine, alle Strom sparen, beziehungsweise die Heizung runterdrehen. Und ich würde sagen, ja, sollten wir. Bin ich auch dabei. Aber das verschleiert natürlich total die Interessenskonflikte, warum die Bundesregierung sich aktuell noch nicht in der Lage sieht, auf die Gaslieferungen aus Russland zu verzichten. Und die sozusagen Wirtschaftskonzerne, die da davon profitieren, dass momentan noch nicht auf die Gaslieferungen von Russland verzichtet werden muss. Das heißt, da werden Bürgerinnen und Bürger in die Verantwortung genommen, über so eine Lebensstildiskussion sozusagen, die für Herausforderungen und Probleme, die eigentlich auch auf Ebene der Politik gelöst werden müssen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Tendenz, glaube ich, weil sie nämlich auch dazu führt, dass wir, meine ich, gesellschaftliche Spaltungsverhältnisse sozusagen vertiefen oder soziale Kohäsion sozusagen fragiler. Warum ist der Cappuccino mit Hafermilch teurer als der Cappuccino mit Kuhmilch? Naja, Hafermilch hat 19% Mehrwertsteuer, Kuhmilch hat den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%. Das sind politische Fehlsteuerungen, die mein eigenes Verhalten in eine Richtung wünschen, in eine Richtung lenken, die weder ich möchte, noch es, wenn ich mal die ganzen Staatsziele, die wir haben, von nachhaltiger Entwicklung, Klimaschutz, gesunde Ernährung, gesunde, nachhaltige Mobilität, nicht nur meinen persönlichen Zielen, sondern auch den Staatszielen zu widerlaufen. Und der Staat ist es aber, der mich in diesem Verhalten steuert, indem er eben die Weichen falsch gestellt hat. Von daher
Das, was aus meiner Sicht passieren muss, ist, dass wir weniger die jungen Menschen in solche Dilemmasituationen bringen, sondern sie entdecken lassen, wo liegt denn hier das eigentliche Problem, und dann das eigentliche Problem angehen zu lassen. Das ist nämlich dann politisches und nicht meine persönliche Konsumentscheidung. Das ganze Regal ist voller veganer Produkte. Aber man sieht es auch am Preis. Also 3,79 für eine Thunfisch-Alternative. So viel zahlt man natürlich für echten Thunfisch nicht. Natürlich kann man sagen, jo, wir schrauben den CO2-Preis extrem hoch. Das bedeutet dann aber, dass energieintensive Unternehmen ihre Preise auch erhöhen. Und das können sich dann nicht mehr alle leisten. Oder die viel kritisierte Ökostromumlage, die hat dafür gesorgt, dass der Strom teurer wurde. Und Leute, die sowieso immer gucken, ob am Monatsende überhaupt noch Geld da ist, sind dadurch unter Umständen in Schwierigkeiten geraten. Deshalb ist so eine staatliche Regulierung in manchen Fällen sicher sinnvoll, aber sie muss ganz behutsam passieren und sie muss eben alle mitnehmen und sie muss auch Möglichkeiten schaffen für Leute, die da nicht so schnell mitkommen. Ein ganz anderes Thema erleben wir gerade in Bezug auf Russland. Sollte man noch russisches Gas und Öl und Kohle importieren? Da kann man reflexartig sagen, nein, auf keinen Fall. Man unterstützt damit die russische Kriegsindustrie, weil Russland eben sehr viel Geld damit einnimmt. Auf der anderen Seite steigen die Benzinpreise, steigen die Gaspreise. Und auch das trifft dann wieder diejenigen, die sich das nicht so gut leisten können. Das wäre auch ein staatlicher Eingriff, mit dem man sehr vorsichtig sein muss. Und entsprechend handelt die Bundesregierung auch gerade, muss man ja auch noch dazu sagen. Insofern, ja, Staat sollte etwas machen, aber immer sehr bedacht und immer mit Blick darauf, insbesondere wie es mit Menschen aussieht, die eben nicht den dicken Geldbeutel haben. Wir werden eine ganze Menge, werden wir so nicht mehr machen können wie bisher. Also irgendwie mit dicken Diesel-SUVs morgens zum Bäcker fahren, wird so nicht mehr möglich sein. Das muss man, die Ehrlichkeit gehört auch dazu. Oder wir haben in der Zukunftskommission Landwirtschaft eine Kommission, die die Bundeskanzlerin eingesetzt hatte, nachdem es kilometerlange Trecker-Demos durch die Städte gab. Wir haben in dieser Kommission gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern geschaut, wie kann denn eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen und auch eine zukunftsfähige Ernährungspolitik aussehen. Und dabei ist eben deutlich geworden, dass eine zukunftsfähige Ernährungspolitik und eine zukunftsfähige Ernährung auch für uns als Einzelne deutlich weniger tierischer Produkte enthalten darf. Also Fleisch, aber auch Milchprodukte und Käseprodukte. Und das können Sie jetzt als Einschränkung empfinden. Wir wissen aber auf der anderen Seite, das ist deutlich gesünder, eine deutlich pflanzenbasiertere Ernährung. Und damit verbunden ist auch die Erkenntnis da, ja, wenn wir mehr Tierwohl haben, also die Tiere besser halten, bevor sie dann geschlachtet werden, das wird Lebensmittel teurer machen. Das heißt, Ernährung wird teurer werden. Zumindest eine Ernährung, wenn sie weiter so stark fleischbasiert ist. Eine pflanzenbasierte Ernährung, also dann doch der Hafermilch Cappuccino, der muss nicht teurer werden. Der wird günstiger werden. So. Das heißt, es wird sich was verändern, ja. Es muss nicht unbedingt teurer werden. Wenn ich nachhaltiger, wenn ich gesünder lebe, dann muss ich nicht mehr ausgeben. So. Ich werde dann ein besseres Leben haben. Und die Frage ist doch, wie verändern wir kulturelle Normen und Werte, sodass dieses Leben durchaus attraktiv wird? Nachhaltige Konsumentscheidungen können also nicht auf das Individuum abgewälzt werden. Sie müssen vielmehr durch gesetzliche Rahmenbedingungen angeregt werden. Eine konkrete Methode dafür ist die Internalisierung externer Kosten. Das heißt, dass beispielsweise die Umweltschäden, die die Herstellung oder Entsorgung eines Produkts verursacht, in dessen Kaufpreis mit einberechnet und an den Kunden weitergegeben werden. Eine einheitliche Regelung würde dementsprechend die Preise für weniger nachhaltige Produkte erhöhen und umgekehrt die Preise nachhaltiger Lebensmittel senken. Eine von Greenpeace beauftragte Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft aus dem Jahr 2020 rechnet nach dieser Logik aus, welche Preissteigerungen tierische Lebensmittel wie Rindfleisch, Schweinefleisch, Milch und Käse erhalten müssten, wenn man die bei der Herstellung entstehenden Kosten durch Emissionen in den Kaufpreis integriert. Das Resultat? Pro Kilogramm Fleisch müsste eine pauschale Besteuerung von etwa 93 Eurocent und pro Kilogramm Milch eine Besteuerung von rund 68 Eurocent erhoben werden, um die externen Kosten dieser Produkte zu internalisieren.
Die Studie von Greenpeace zeigt beispielhaft auf, wie das häufig für den Kunden bestehende Dilemma, sich zwischen einem nachhaltigen und einem preiswerten Produkt entscheiden zu müssen, aufgebrochen werden kann, indem durch politische Steuerung beide Faktoren in Einklang gebracht werden. Nach diesem Prinzip kann das klima- und umweltfreundlichere Produkt gegenüber dem klima- und umweltschädlicheren Produkt automatisch durch den Preis attraktiver für den Kunden werden.